Hallo und herzlich willkommen zurück zum Euro Truck Simulator 2. Es ist Samstag. Wir schreiben den 6.2., glaube ich, oder? Es ist Karneval. Ich höre mich verkatert an, aber hey, nichts geht über eine Runde Euro Truck am Samstag. Da verfliegt der Kater doch recht schnell, möchte ich sagen. Ja, wo sind wir gerade? Wir wollen nach Cambridge und haben noch 39 Stunden und 14 Minuten dafür Zeit. Und zwar von Dortmund aus. Von Dortmund aus. Und ja, ich glaube, wir können hier jetzt nicht mehr so viel machen. Das heißt, wir gehen wieder ins Spiel und fahren los. Auf geht's auf die Insel. Ja, zu den Inselaffen, mein lieber Herr Gesangsverein. Das wird noch was, du Mann. Ich sage euch nochmal, macht euch die Trucker-Liste an. Die 50 besten Trucker-Songs, dann kommt das alles hier noch viel geiler drüber. Also, wir gehen noch fahren und ich weiß gar nicht, losgefahren waren wir ja noch nicht. Ne? Genau, wir sind noch im Hafen der Liebe und gehen dann jetzt mal direkt hier. Was habe ich denn diesmal? Ein Renault. Eieieiei, so einen alten Renault. Ein Renault Zeros. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir hier. Ich bin schon wieder am Blinken hier. Ja, jetzt hör nur auf. Ob wir hier rausfinden. Ich glaube, wir müssen hier rum, oder? Wo befindet sich. Da. Das ist doch die Ausfahrt, oder? Wir hoffen es einfach mal. Denn wir haben eine weite Fahrt vor uns. Cambridge wartet. Da bin ich mal gespannt, wie das mit dem Richtungswechsel ist. Das ist ja. Ne? Linksverkehr. Warte mal, wir müssen hier rein. Alles klar. Vielleicht soll ich auch mal Licht anmachen. So, ich glaube, Licht ist an, oder? Ist das wieder die Nebelscheinwerfer-Dings? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich lasse es jetzt so. Ist mir scheißegal. Wollt ihr auch was sehen, ne? Spiegel alle eingestellt. Sitzheizung auf volle Pulle. Ah, so lässt sich leben. So lässt sich leben. So, schauen wir mal. Was haben wir hier? 60 km/h. Ah, da sind wir jetzt ungefähr. Ah, lass mal einen neunten Gang hier. Bisschen drüber. Ah, war vielleicht doch nicht. War doch lieber ein 8. Muss man alles so ein bisschen austesten. So, warte mal, jetzt müssen wir. Alles klar, wir müssen links. Humba, humba, ja. Yeah. Ist nicht viel los gerade. Ui. Muss ich erstmal hier ans Spiel wieder gewöhnen da. Das ist ja nicht so einfach. Ich könnte mir vorstellen, dass wir diesmal schlafen gehen müssen und auch tanken und so. Ich glaube, das ist was länger jetzt. Na, wir werden sehen. Wir werden sehen. Freunde der Nacht. Ja, der Sprit ist hier arg teuer. Aber gut. Ich habe übrigens gesehen bei Steam, habe ich jetzt die Tage gesehen, dass jetzt ein neuer Euro Truck rauskam. Aber nee, diesmal heißt es kein Euro Truck, sondern ein American Truck Simulator. Auch von derselben Firma. Und er sieht schon nice aus. Würde ich schon gerne haben. Aber noch sind wir hier beim Euro Truck. Vielleicht kommt das ja als Ersatz dann irgendwann mal. Ja, da kommt dann ein American Truck. Da kommt der Brilli, fährt er nach Hause hier. Brilli aus den USA. Da. Brilli wieder in den USA dann, ja. Muss ja auch mal wieder sein, oder? So, müssen hier hoch auf der Autobahn. Oh, 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 vielleicht. Nächstes Mal ein bisschen früher abbremsen, Brilli. Um Himmels Willen. Jetzt hier im 6. erstmal. Im Bergerup. Oh, wei, oh, wei. So, wo müssen wir denn hin? Wahrscheinlich Richtung Amsterdam. Da waren wir ja auch schon. Freunde der Nacht. Ja, jetzt lassen sie mich wieder nicht. Lass mich mal hier rein jetzt. Wir wissen ja, die Autobahnen hier haben niemals 3 Spuren, sondern immer nur bis zur nächsten Abfahrt. Ja, ich habe dem Entwickler schon geschrieben, dass sie ein Ei am Wandern haben hier. Das geht ja gar nicht. Leute, ich gebe Gas so schnell ich kann hier. Regt euch doch nicht auf. So, gerade gucken. Ach du Scheiße, was ist das denn für eine Hupe, du? Das ist ja peinlich. Wei, oh wei, oh wei. So, jetzt sind wir hier im 12. und hauen hier mal ordentlich den Bleifuß raus. Oh, schön hier. Der ist irgendwie. Ja, das ist ein ganz anderes Fahrgefühl hier, so ein Renault, ja. Irgendwie. Ja, wie wenn man von einem Lamborghini zurück auf den Smart geht, ja, ungefähr. Von einem MAN auf einen Renault-Truck. Oh wei, oh wei, oh wei. So, Richtung Bremen. Ich weiß gar nicht, wie wir nachher übers Wasser kommen. Mit einer Fähre oder durch einen Tunnel oder. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ich lasse mich überraschen. Ich hoffe nicht. ich hoffe nicht, dass wir auf eine Fähre drauf fahren müssen oder sowas. Oh wei, oh wei, oh wei. Das könnte durchaus ins Auge gehen dann. Ach, je, Mini.
So, noch sind wir richtig. Alles gut, alles gut. Die nächste müssen wir wahrscheinlich... Müssen wir die nächste ab? Ich glaube, ja, die nächste müssen wir ab. Ja, Richtung Amsterdam-Groningen. Da fahre ich mal vor dem da. Alter, ich will hier rein. Oh wei, oh wei. Jetzt habe ich aber hier die Kacke am Dampfen. Lässt er mich? Alter, offenbar nicht. Weißt du, der sieht, dass ich hier rein will. Er sieht es. Und fährt mich einfach an. Er bremst nicht. Nein. Jetzt komm mal hier auf Tour, du Scheißding. Alter, das ist so ein Rotz. Ja, voll mir da noch schnell rein da. Sowas haben wir gerne. Das hat mir jetzt wieder aufgehört zu blinken. Ey, ich halte es nicht. So, hier müssen wir runter. Alter, ne, da fährt er mir rein. Ey, da habe ich schon wieder keinen Bock mehr. Da habe ich schon wieder ordentlich jetzt Geld eingeboost, glaube ich. Ey, das ist so scheiße. Oh Mann. Hör auf zu blinken! Warum sind wir jetzt wieder auf so einer Landstraße oder was? Sind wir auf der wir schon mal waren, als wir nach Amsterdam gefahren sind? Ey, es fahren doch wohl Autobahnen Richtung Holland, oder nicht? Das kann es doch nicht sein, hier diese Landstraßen immer. Jetzt ist hier wieder 60, weißt du? Leck mich am Arsch, 60. Alter, das gibt's echt nicht, ne? Haben wir schon wieder ordentlich verkackt. Ich hasse dieses Spiel, ey. Das machen die doch extra, sonst wäre es wahrscheinlich zu einfach, wenn die Autofahrer da nach Vorschiff fahren würden und mich dann und dann abbremsen, wenn da ein LKW einschert, ihr Affen, ey. Kriegst du echt den Rappel, kriegst du. Meine Fresse, ey. Cambridge. Willkommen. Hier ist keine Geschwindigkeitsbegrenzung mehr, richtig? Da war doch so ein Schild. Also hauen wir jetzt hier mal den Gang raus, auch wenn da unten noch 60 steht. Ordentlich jetzt hier mal unsere Landstraße. Ich glaube, das ist wirklich die Straße, oder? Die wir schon mal gefahren sind. Groningen. Ich kann mich doch daran erinnern. Hier ist doch auch einer abgebogen in der Folge. Ja, so kriegt er mich nicht hier. Ich könnte mich nicht hinter das Licht führen hier. Guck mal, ich bin im 10. Gang, fahr trotzdem 90. Wofür sind denn die anderen beiden Gänge dann da? Man weiß es nicht. Naja. Wir fahren jetzt hier in unserer 90 km/h über Landstraße und hoffen, keinen Strafzettel zu bekommen. Ja, ich weiß gar nicht. Gleich müsste die Grenze kommen dann, ne? Ich glaube jetzt. Ich glaube, hier war die Grenze irgendwo. Da sind doch die Fahnen. Ich sehe sie doch. Naja, hier ist die Grenze. Hallo Holland! Wir sind... Welcome to the Netherlands! Naja, hallo. Ihr Vanillefla-fressenden hässlichen Leute. Ich hab's gucken können, Holländer mit hier. Vielleicht sollte ich nicht so schnell fahren, irgendwie habe ich so das Gefühl. Aber Leben am Limit ist mein Motto. Das ist mein Motto, ey. Ja, ich gehe jetzt mal gerade ein bisschen runter. Es scheint so ein bisschen. Was ist denn hier, ja? Ah. Scheiß doch der Hund drauf, oder? Komm, ab wieder ins 12. hier. Scheint ja noch alles in Ordnung zu sein. Ah! Guck mal, da vorne müssen wir, glaube ich. Was war das gerade? Ich weiß nicht. Hab ich einen Strafzettel gekriegt? Nee. Hat sich so angehört. Das sind komische Geräusche heute unterwegs. So, jetzt müssen wir mal hier vom Gas runter. Denn wir müssen jetzt auf der Autobahn hier. Ach, da sind wir auch schon mal. Da sind wir auch schon mal lang. Naja. Links runter. Richtung Amsterdam. Stimmt, hier bin ich doch hängen geblieben, oder? Das ist doch hier. Ja, hier bin ich hängen geblieben, ey. Das ist aber auch eng. Dann bleibe ich wahrscheinlich wieder hängen jetzt. Oh. Ja, natürlich! Es ist ein Witz! Ey, so viel mehr kann man doch gar nicht ausholen mit dem Ding. Alter. Ja, lass mal ein Trucker-Spiel machen und die Straßen und Auffahrten und alles, was es gibt, nicht truckergerecht machen. Das ist alles zu eng. Aber voll witzig. Lass mal ein Trucker-Spiel machen. Die haben sie nicht mehr alle hier. Und das Fahrverhalten der anderen Autofahrer und Straßenteilnehmer ist so, als gäbe es keine Trucks.
Das war die Prämisse bei dem Spiel. Eieieiei, da kriegt man halt zu viel. Ne? Ja, was ist mit euch, liebe Freunde? Seid ihr Karnevalisten? Seid ihr momentan unterwegs? Seid ihr verkleidet hier? Guckt ihr vielleicht gerade verkleidet den Eurotruck-Simulator bei Brillibi? Kann ja sein. Könnt ihr mir unter das Video schreiben, ob ihr auch so karnevalistisch veranlagt seid. Ich bin's nicht. Ich mag eigentlich gar keinen Karneval. Aber gut, man beugt sich dem gesellschaftlichen Druck und pfeffert sich ordentlich die Hucke voll. Naja, gut, das ist halt so, ne? Das ist halt so, wenn man hier im Rheinland wohnt. Da kommt man nicht drum rum. Ah gut, der schlimmste Tag ist schon rum, das ist der Donnerstag. Der Rest, der plätschert so langsam, aber gemächlich vor sich hin. Das kann man durchaus so sagen. Ja, aber gestern war Donnerstag bei mir, die Folge hier nehme ich freitags auf. Gestern war es relativ gemütlich. Ich habe nicht so viel getrunken, zum Glück. Habe mich diesmal an meine Regel gehalten. Nicht mehr trinken, als Blut in deinem Körper fließt. Das ist eine gute Regel. Pi mal Daumen, sagt man, ne? Pi mal Daumen. Pi mal Daumen, ja, wie lang ist der Daumen? Weiß ich nicht. 8 cm oder was? Keine Ahnung. 8 mal Pi. Pi ist 3,14 irgendwas. Ja. Könnt ihr ausrechnen, ne? Pi mal Daumen hier. Ja, liebe Freunde, Euro Truck Simulator in den USA, das ist es, das ist es. Das ist es. Darauf freue ich mich. Aber der wird nicht schneller, ne, am 12. Also, ich hänge jetzt mal hier die anderen ab. Wir haben nämlich hier ein inoffizielles Rennen. Geile Hupe. Ist das eine Scheißhupe, ey? Das gibt's überhaupt nicht. Wer denkt sowas aus? Wer denkt sowas aus? So, wir müssen geradeaus. Gut, da sind wir auf der richtigen Spur. Alles gut. Das heißt, auf der richtigen Spur sind wir nicht, aber auf der Überholspur leben am Limit hier. Geil. Einfach geil. Wir sind sogar wirklich auf der richtigen Spur. Hier wird es einspurig. Einspurige Autobahn, meine Damen und Herren. Premiere. Gibt's so nirgends. Aber beim Eurotruck-Simulator, da gibt's es. Eine einspurige Autobahn. Ganz klar. So. Jetzt können wir wieder rüber, glaube ich. Und mal die schnellen Lamborghinis und Cabriolets und wie sie alle heißen hier. Cabriolet ist gar keine Autofirma, oder? Das ist nur eine Art, ne? Das ist nur eine Art. Sorry, da kam ja wieder der Brilli. Ist das Amsterdam jetzt? Ich glaube, das ist Amsterdam. Nicht sicher. Ich bin mal gespannt, wie wir gleich übers Wasser kommen, wie gesagt. Ich habe keinerlei Ahnung. Und ich bin auch gespannt, wie das dann mit dem Linksverkehr wird. Wahrscheinlich wird es übel. Kann ich mir durchaus vorstellen. Aber gut, wir werden mal alles auf uns zukommen lassen. Wie im echten Leben. Einfach mal auf einen zukommen lassen. Wir müssen weiter geradeaus. Ich glaube, dass das Amsterdam ist. Sicher bin ich mir natürlich nicht. Aber ich glaube es. Wie sieht's aus? Bett, Tank, alles noch in Ordnung, ne? Und anscheinend hat der LKW, zumindest laut der Anzeige, noch keine größeren Schäden genommen. Das ist doch schon mal gut. Das ist doch schon mal gut. Ja, hier ist eine richtige kleine Skyline hier. Richtige High Houses. Yeah. Skyscraper Alarm. Sollen wir auf der... Ich bremse. Wir bleiben mal auf der Spur hier. Nicht, dass wir gleich... Nee, wir müssen nicht runter eigentlich. Gut, dann gehen wir auf die Überholspur. Ist mir einer reingefahren oder was war das jetzt gerade? Ich bin mir nicht sicher. Das muss ich mir nochmal angucken. Habt ihr das verfolgt? Ist mir gerade einer reingefahren oder war das ein Huggel in der Straße? Um Gottes Willen. Ey, guck dir das an. Du bist auf der fucking Überholspur, Mann! Willst du mich verarschen? Alter, der fährt 50 auf der Autobahn! Alter, das kann's doch nicht sein! Der fährt 50 auf der Autobahn. Ich fasse es nicht. Es ist nicht zu fassen. Weißt du, dann jetzt will er abbiegen. Anstatt dass er da die ganze Zeit auf der Straße bleibt, auf seiner Spur, muss ich hier von 90 km/h mit einem 1000 Tonnen schweren LKW abbremsen, der 100 Jahre braucht, um wieder auf 90 km/h zu kommen hier im 12. Gang. Ich meine, ich könnte runterschalten, aber keine Ahnung, habe ich keinen Bock drauf. Leck mich am Arsch, ey, ganz ehrlich. So. Wir müssen noch weiter geradeaus gleich. Ich gehe lieber wieder auf die andere Spur. Es kann ja sein, dass es wieder nur eine Spur gibt.
Oh, hei. Mann, ey. Das ist nervenaufreibend. Hier ist mal eine richtige Abfahrt. Habt ihr das gesehen? So geht das. Zweispurig auf dreispurig, Abfahrt raus. Aber nicht zweispurig, einspurig und die zweite Spur ist dann die Abfahrt. Ey. Das kann es doch nicht sein. Da, guck, habt ihr gesehen? Da ist ein Flieger runtergekommen. Hier ist ein Fliegerhafen. Krass. Oh, jetzt werde ich aber hier links, rechts überholt hier. Nehmen wir lieber auf die andere Seite hier. Wenn das schon so losgeht. Nee. Das geht ja gar nicht. Ah, ein Tunnel. Das war auch schon länger nicht mehr. Hallo. So. Da hier, der ist Fliegerhafen. Krass. Könnte man jetzt umsteigen und Flight Simulator spielen hier, oder was? Das wär's doch. Da fliegt einer über uns. Also der fährt über uns, ja. Über die Bridge. Krass. Waren sogar Fliegergeräusche zu hören. Jetzt haben wir hier. Wir kriegen unseren Rekord. Wir sind 100 km/h schnell, Leute. Wow. Absoluter Speed-Rekord hier. Kann man nicht anders sagen. Guck mal, wir sind jetzt in Rotterdam gleich. Das ist Rotterdam. Und ich glaube, von Rotterdam geht bestimmt die Fähre, oder? Kann das sein? We will see. I'm looking forward. Bin ein bisschen aufgeregt. Erster Aufenthalt in Rotterdam. Guten Tag. Willkommen in Rotterdam, Brillibi. Sie sind Fernfahrer? Dann bitte hier lang. Ich bleib mal lieber auf der Spur. Denn ich habe das Gefühl, dass wir hinten irgendwo runter müssen. Oh, die tuckern sich hier wieder ein zurecht, ey. Das ist zum Kotzen. Ja, wechsel mal schön die Spur da, du Kanisterschädel, wollte ich schon sagen. Kanister-LKW. Gehen wir hier durch da. So, wir müssen nämlich jetzt hier ab. Irgendwie. Richtung Europort. Ah, das klingt da schon nach Hafen. Europort. Guckt euch diese Auffahrt an, ey. Richtig geil. So, schauen wir mal, was uns jetzt erwartet hier. Bin mir da nicht so sicher. Weiß auch nicht, wie lange wir jetzt hier noch auf der Straße bleiben müssen. Und soll ich jetzt mal wieder Speed aufnehmen oder nicht? Ist die Frage. Guck mal, hier sind Windräder. Windräder! Bram, bram, ja. Wie viel haben wir eigentlich? 3 Uhr nachts haben wir, mittwochs, okay. 11 Stunden haben wir noch Zeit für unseren Auftrag. Ja. Ich hoffe, dass wir gut in der Zeit liegen. Das ist irgendwie nicht so gut einzuschätzen. Cambridge. So, ich glaube, ja, vorne geht's weiter. Da müssen wir jetzt erstmal dann rechts ab und so. Ich gehe schon mal ein bisschen vom Gas hier. Oh. Was haben wir hier? Ich blick mal. Gas hier, vom Gas. Guck mal, das sind jetzt 40 km/h. Das sieht aus wie 20, ganz ehrlich. Da vertut man sich. So. Hier müssen wir auch direkt wieder links. Ah, guck mal, da ist wirklich jetzt ein Hafen. Oh wei, hoffentlich muss ich jetzt nicht aufs Schiff drauf fahren, ey. Um Himmels Willen, ey, das wird übel. Fähre, warte auf mich. Hier kommt eine Brille aus den USA, möchte nach Cambridge. Kurz mal warten hier. Bin nicht so schnell. Aha, guck mal. Da ist so ein Zeichen. Da muss ich wahrscheinlich hin, ne? Oh Gott, ich muss einparken. Ich wusste es. Muss ich einparken rückwärts? Oder muss ich nur dahin? Was muss ich tun?
Ernsthaft? Was muss ich tun? Weiß das jemand? Ich habe keine Ahnung. Muss ich mich da so hinstellen wie der eine, oder? Oder was? Ah! Um mögliche Fahrziele Eingabe drücken. Machen wir. So. Ach du Scheiße, das kostet auch noch Geld. Ich hoffe nicht, dass ich das zahlen muss. Wohin müsste... Ich wollte nach Felix Toe. Oder was? Ach so. Ja, warte mal. Wo ist denn jetzt Cambridge? Das ist doch hier. Hä, wo ist denn Cambridge? Cardiff? Bin ich blöd? Das war doch hier. Da! Dann muss ich nach... Ich muss nach Felix Toe. Gibt's nicht, oder was? Ach so, nee, dann ist es dann... Müssen wir nach Harwich. 8 Stunden. Oh. 8 Stunden, 1000 Euro. Aufbrechen. Ich hab das jetzt richtig gemacht. Jetzt habe ich einen Rückwärtsgang drin. Hier muss ich lang. Kann ich hier raus? Das sieht gut aus. Okay. Fuck! Hier ist jetzt was Verkehr? Oh wei. Ich muss hier rüber, ne? Ach du Scheiße, ey. Jetzt geht's los. Ey, da habe ich keine Ahnung von, ne? Jetzt sehe ich die Ampel nicht. Alter! Warte mal, jetzt darf ich nicht... Ich muss jetzt auf die richtige Spur da. Das ist natürlich... Hier, ist jetzt richtig, oder? Alter, ich habe keine Ahnung, ey. Oh wei, oh wei. Da ist aber richtig. Aber wo ist denn jetzt? Warte mal, wenn ich hier bin... Wo überholt man das? Das heißt, die langsame ist auch hier, oder was? Und überholen ist dann auf der Spur? Oh Gott, ich weiß sowas nicht! Aber ich denke mal, ne? Was haben wir jetzt? Ist das hier, was ist das? Ist das Kreisverkehr? Nee, doch. Scheiße, ey. Holper die Polper hier. Oh, ich will immer auf die... Ich weiß nicht. Ist das jetzt hier... Ist das jetzt eine Spur, die... Ja. Doch, doch. Die Schilder sind andersrum. Okay. Oh, 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 oh. Freunde der Nacht. Das ist nicht so meins. Das ist nicht so meins hier. Das ist nicht so meins. Was ist das eigentlich für ein Spiegel da? Über mir, also quasi da rechts oben. Was ist das für einer? Was zeigt der mir? Der zeigt mir direkt vor meiner Schnauze das an, ne? Okay. Oh, 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 oh. Ey, wenn du dich hier vertust, ne? Da bist du direkt Matsche. Ach, das gibt's ja gar nicht. Hier ist 80. Okay. Oh, jetzt ist er noch auf Baustelle hier. Ist das jetzt hier eine Autobahn? Seems like. Da muss ich schon wieder runter jetzt. Gleich Richtung London. Dover. Wobei Cambridge steht doch geradeaus. Ach so, die erste Ausfahrt. Ja, dann ist klar. Hä? Aber nein, ist nicht klar. Verstehe ich nicht, diese Ausfahrt. Eigentlich muss ich die zweite nehmen, dachte ich. Nicht sicher, wir folgen trotzdem bei unserem Navi. Auch wenn Cambridge geradeaus steht, fahren wir nach London. Nicht sicher. Vielleicht verarscht uns aber das Navi auch einfach mal und man muss damit rechnen, dass einen das Navi auch mal verarscht. Das wäre natürlich ziemlich assi. Ich weiß jetzt auch gar nicht, bis wann ich den Auftrag erledigt haben muss. Steht das irgendwo? Noch 120 Kilometer auf jeden Fall. Naja, wir fahren jetzt mal hier.
auf der quasi falschen Seite. Aber mit dem Überholen scheint das so zu funktionieren. Das ist gut zu wissen. Und wir haben zum Glück gerade auch nicht so viel Verkehr hier bei uns. Ich könnte auch mal das Licht ausmachen, ne? So. Kann der mich mal überholen? Der nervt mich da irgendwie auf der Seite. Oder ist es doch falsch rum? Nein, die LKWs fahren alle außen. Das ist schon richtig so, was ich hier tue. Wenn der nicht überholen will, soll er es halt... Was? Fuck you! 80? Kann er wohl auf der Autobahn so schnell wie mein Truck will? Hier ist er wohl nicht 80. Vor allem ist da jetzt 97. Wollt ihr mich verarschen? Ey, ich bezahle das nicht. Also, das ist doch wohl ein Witz. Ey, ganz ehrlich, 97? Und gerade war 80 oder was? Das ist doch ein Fehler. Das kann mir ja keiner erzählen. Was war das? 500 Euro? Strafe für Parkheimer zu schnell? Ey, fuck yourself, ey, ganz ehrlich, nein. Wohl kann man hier Einspruch erheben? Ja, wahrscheinlich nirgends wieder, oder was? Ey, das muss man einfach über sich ergehen lassen, obwohl es nicht stimmt. Ja, ich fass es nicht. Wahrscheinlich kommt jetzt noch ein Strafzettel. Dabei ist hier 97. 97, 97, 97. So, wo müssen wir? Cambridge. Gehen wir mal auf die Spur. Sicher, sicher. Gleich runter irgendwie. Weil, 500, ey, das ist doch ein Witz mit dieser bekackten Scheiße. Die ganze Zeit fahre ich zu schnell auf der Autobahn. Und dann, zack, aus dem Nix. Aus dem Nix kommt dann hier der Strafzettel. Nee, 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 echt. So, jetzt müssen wir hier hoch. Mine 1 nimmt er hier die Curve. Na, ich gehe mal über auf meinen Streifen. So, ach, jetzt müssen wir direkt schon wieder runter hier. Chrysal, Cambridge. Alles klar. Früh blinkt, wer abbiegen will. Das ist eine alte Weisheit. Kann man schon, mit 50, 60 kann man schon so eine Ausfahrt runter mit so einem Traktor. Das geht schon. Ja! Auf zu blinken! Das sieht gut aus hier. So. Cambridge, am Arsch Cambridge, ey. 550 Euro Strafe da oder was? Ey, das kann's nicht sein, ne? Ach Gott. 97 ist hier. Geht das in England wirklich oder was? Oder ist das ungerechnet? Sind das jetzt km/h? Und in England sind es, weiß ich nicht. Nee, in England haben die auch km/h. In Amerika haben sie mph, aber hier? Kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Aber sicher bin ich mir da nicht. So. Ja, Freunde. Cambridge. Wir haben jetzt 13.41 Uhr. Und wir nähern uns unserem Ziel noch 50 Kilometer. Und wir geben hier unser allerbestes. Ja, da ist schon wieder so eine Trantüte da vor uns. Ja, mit dem Verkehr habe ich mich jetzt auch schon irgendwie dran gewöhnt. Kann aber auch daran liegen, dass wir bis jetzt ja fast nur auf der Autobahn waren. Wird wahrscheinlich gleich nochmal übel, wenn ich da abfahren muss. Das könnte ich mir denken. Aber gut, was willst du machen? Was willst du machen? Da müssen wir durch. Linksverkehr, ey, die haben sie nicht mehr alle, ne? Vielleicht schaffen wir es ohne größeren Unfall. Das wäre doch mal was. So ein schönes ausgezeichnet oder so. Ich weiß gar nicht, wird das mit einbezogen, dass ich zu schnell gefahren bin? In meine letztendliche Bewertung? I don't hope so. I no hope so. Ah, ist der Timer? Oh.
Oh, 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 oh. Ja, jetzt fahren wir noch. Die paar Kilometer fahren wir jetzt noch nach Cambridge, Leute. Das geht ja gar nicht. Wir müssen auch jetzt hier raus. Da sind wir ja schon in Cambridge. Geil. Cambridge. Warum heißt Cambridge Cambridge? Ja, weil da plötzlich eine Brücke kam. Ah, witzig, weil es war es. Da kam einfach plötzlich eine Bridge. Cambridge. So, okay, da müssen wir jetzt hier runter. Cambridge ist doch das mit der krassen Uni, ne? Cambridge University. Da heben wir fast ab. Vielleicht ein bisschen zu fix auf dem Socken hier. Aber nix. Kennen wir nix. Rum, rum, rum hier. Und zack, auf den Bleifuß gedrückt. Hör auf zu blinken. Okay. Da vorne scheint's. Ah, nee, noch nicht. Doch, da. Ich sehe doch schon die Zielflagge. Cambridge, da ist es. Das sieht aber dörflich aus. Sehr dörflich, wenn ihr mich fragt. Okay. Muss ich denn gleich runter hier? Rechts oder links oder was? Man sieht's nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich auf die Seite muss. Euch überhole ich. Wenn ihr schon hier so tuckert, ey. Geht ja gar nicht klar. Ich hab's eilig. Erster Aufenthalt in Cambridge. So, wartet mal. Jetzt muss ich aber hier mal... Hier, ich muss hier rein. Du Scheiße. Alter, ist das richtig hier, ne? Wei, wei, wei. Das ist Cambridge. Oh, jetzt sind wir aber noch eine Baustelle. Ah, einparken in England. Einparken in England jetzt number one. Ich bin gespannt. Wo ist das? Oh wei. Oh wei. Das kann jetzt aber was geben, ey. Konzentration, Willi. Erstmal andere Kamera, Rückwärtsgang reingeballert. Alter, sind hier Kühe oder was? Ich sehe das weiße Ding nicht so richtig, ey. Das jetzt mal auftauchen. Ach, scheiße, ich muss noch weiter rüber. Ey. Fuck. Ich dachte noch, was meine ich, wenn ich jetzt weiter mache? Ja, komm, das reicht doch noch. Das sieht doch gut aus. Kann doch keiner erzählen hier. Yes! Leute, bam! T drücken, Alter. So, was haben wir denn hier? Ausgezeichnet! Es ist ausgezeichnet! Mein Strafzettel wurde nicht beachtet. Sehr schön, den musste ich auch, glaube ich, aus privater Tasche zahlen. Und wir sind Level 4 und haben wieder 9000 Euro hier eingenommen. 705 EP. Perfekt, Leute. Ist doch ein schöner Abschluss. Ui, jetzt fällt mir hier fast alles um. Vor lauter Freude. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das war doch ein schöner Auftrag. Ich würde sagen, wir machen direkt mal hier hochwertige Fracht, zerbrechliche Fracht, just in time. Just in time, wir sind doch immer in time. Das können wir machen. Anwenden. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder beim Eurotruck Simulator. Ich freue mich auf euch. Und jetzt geht's langsam bergauf. Wir haben wie viel Geld? 36.232. Das ist sehr gut. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal hier beim Eurotruck Simulator. Macht's gut, feiert noch schön und denkt an euch.
Bis dann, ciao.